Okay, ja, willkommen zu einer Hackvorstellung jetzt, also von Unity nochmal. Und es gab jetzt ein großes Update, das wollte ich mal zeigen. Also beim Aimbot hier, halt wie vorher, hier die On-Shoot, On-Key und so. Jetzt was neu dazugekommen ist, ist Curve und Overaim. Overaim ist, dass er beim Gegner, wenn der Aimer, der zieht dann, wenn man hier mit der Maus ist zum Beispiel, dann zieht er einmal kurz rüber und dann geht er wieder auf den Gegner drauf. Und bei Curve, da zieht der Aimer nicht direkt auf den Gegner drauf, sondern macht vorher noch so eine Kurve. Also zieht nicht direkt runter, sondern zum Beispiel so, also so eine kleine Kurve. Jetzt zu Peace Island ist eigentlich genau gleich wie vorher. Ja, Movement Fix und so weiter auch. Also Aimspot und so eigentlich auch gleich. Also Trigger hat sich auch nichts verändert. ESP ist jetzt neu dazugekommen, dass man hier Player Spotted auswählen kann. Das heißt, wenn der Gegner schon mal auf der Karte gesichtet wurde, dass dann über ihm zum Beispiel Spotted steht. Also hier in dem Fall steht jetzt Spotted drüber, weil das jetzt ein Deathmatch ist. Und wenn die jetzt noch nicht gesehen worden wären, dann wären die jetzt nicht Spotted halt. Und man kann hier jetzt auch einstellen, Spotted Only, da werden nur die Leute angezeigt im ESP, die schon gespottet wurden. Also ist auf jeden Fall ein cooles Feature, würde ich sagen. Also Champs ist eigentlich auch alles gleich geblieben jetzt. War da auch, bei Misk hat sich eine Menge verändert eigentlich. Da ist jetzt einmal Erster dazu gekommen, das ist ein HVH-Feature. Und dann beim Bunny Hop ist dazu gekommen, dass es hier diesen Humanized B-Hop gibt. Also dann trifft man halt nicht mehr jeden Hop halt. Zum Beispiel. Also jetzt eben. Perfekt. Ja. Also er trifft halt nicht jeden B-Hop, damit das halt legit aussieht. No Flash und so ist ja auch vorher gewesen. Autoknife ist jetzt auch dazu gekommen. Das ist zum Beispiel, wenn man jetzt hier hinkommt, also beim Gegner steht, ja, so, dann knifft er automatisch. Also, ja, der knifft dann halt automatisch, ohne dass man selber irgendwas machen muss. Skin Changer ist das gleiche wie vorher. Da sind halt die neuen Skins wieder dazu gekommen und das Bowie Knife. Und No Recoil halt, ja, hier das ganze Zeug. No Visual Recoil ist auch dazu gekommen, das heißt, man hat keinen visuellen Recoil halt, also die Waffe bleibt gerade. Und hier bei den Anti-Aims hat sich recht viel getan. Da kann man jetzt 3 Anti-Aims gleichzeitig benutzen und hat jetzt auch noch Fake Down als Feature. Fake Down ist halt, ja, ein HVH-Feature, kennen halt die meisten auch. Ja, bei dem Jaw, also auf der, ich glaube, Y-Achse, X oder Y-Achse halt, ja, kann man jetzt halt zum Beispiel jetzt einfach Walk Backward, das ist jetzt so eine Art Spin-Anti-Aim, soweit ich weiß. Also, ich glaube, hier ist V. Kann man jetzt auch sehen. Hier sollte man das eigentlich sehen. Ne, irgendwie sieht man das nicht. Keine Ahnung. Ja gut. Keine Ahnung, wieso das gerade irgendwie nicht geht. Ich kann gerade mal versuchen mit der Matchmaking Settings. Die Settings werde ich, by the way, in der Beschreibung verlinken. Ach so, was mir gerade noch einfällt, beim Aimbot ist noch dazu gekommen bei Outwall hier Intense, Outwall Intense. Hier, es zieht ein bisschen mehr Leistung, aber geht halt irgendwie anscheinend besser durch Wände oder so. Und hier beim Anti-Aim zum Beispiel Half Down und Down und so, Half Down kann man halt auch Matchmaking benutzen und ist, soweit ich weiß, nicht untrusted. Und von den ganzen Features hier kann man auch kein Untrusted Ban kriegen. Bei Unity und ja, Down ist halt Untrust, kann man halt einfach nicht benutzen. Also, ja. Und hier Recoil, das kann man jetzt auf 100 machen, soweit ich weiß. Ja, gut, das geht auch auf 100 jetzt. Einfach und
Gut, und dann hier kann man auch noch ein Delay einstellen, zum Beispiel fürs Recoil Control System halt jetzt hier. Das kann ich jetzt nochmal zeigen. Na? Moment. Ah. So. Jetzt nochmal kurz die Settings rausmachen. Wo ist denn der Note Sheet? Hier. Fuck. So. Na, dann sieht das halt, also das sieht jetzt nicht legit aus auf 1000 ms, aber wenn man das vielleicht auf so, ich weiß nicht, 150 hat oder so. Nee, also bei 100 sieht sowieso nicht legit aus, aber bei, ich weiß nicht, so 13 oder so, soll das ganz legit aussehen. Ja, sieht echt ganz legit aus, so. Und, man kann jetzt hier auch bei, also jetzt kann man hier eine Menge auch einstellen bei den Weapon Settings, also man kann die jetzt komplett customizen, jede Waffe einzeln. Und bei den Legit Settings zum Beispiel, also meine, die kann ich dann verlinken noch, also ein Download-Link, da kann man zum Beispiel hier auf die Primary kann man so einen normalen Aimer machen und hier zum Beispiel so ein P-Silent Aim halt auf die Pistols, also Secondaries. Okay, also ja, das war's dann auch und die Settings findet ihr in der Beschreibung. Oh, ciao.